So, also das sind die berühmten Dampfnudeln. Rosis Dampfnudeln. Rosis Dampfnudeln. Die sind jetzt schon sehr gut gegangen. Die sind sehr gut gegangen. In deiner Küche ist so schön warm. Ja, natürlich. Da geht es dann wunderbar. Sehr schön. Wir tun jetzt Was ist da für ein Fett drin? Also da sind jetzt drei verschiedene Arten Fett drin. Man kann da nur eine Art nehmen. Ich hätte nie gewagt, so eng viel zusammenzutun. Ja, doch, das langt ja jetzt. Ja, das ist, dein Topf ist anders wie meiner. Aha, gut. Aber du hast die schon vorweg. Sag mal, der ist aber jetzt nicht an. Jetzt muss man anmachen. Jetzt pass auf. Das ist vorne, ja. Und zwar auf ganz klein. Ganz klein. Also nicht, dass sie so riesig kochen. Dampfnudel heißt, da entsteht jetzt Dampf. Genau. Und in dem Dampf garen die. Also es sind drei verschiedene Fette jetzt drin, ja. und Wasser dazu. So ein bisschen bodenverdeckt nur. Was sind das für Fette? Was ist da? Butter? Butterschmalz kann man nehmen und Margarine oder Pflanzenfett. Margarine, also drei verschiedene. Was man heute hat, es kommt nicht so drauf an. Und das Ganze kann man auch machen natürlich mit Milch und Zucker. Aber weil du ja eine Vanillesoße machst, ja, dann wollten wir nicht zu süß werden. Dann machen wir das jetzt mit Wasser und Christian Fett. Hätte wahrscheinlich nichts dagegen gehabt, wenn wir das auch noch in Milch gemacht hätten. Ich bin es auch so gewohnt, weil ich nur die Vanillesoße mag. Und da muss, aber viel, da musst viel machen. Da mache also, ich schon. Nicht sparen, weil das ist das Schlimmste. Er will doppelt die Menge Vanillesoße, so viel. Er und die Kinder, was? Ja, die müssen schwimmen. Genau. Wie alt sind die? 11, was ist die Emily ist jetzt hat Geburtstag. Sind das deine Kinder? Ja, 11 und 14. Wie alt sind deine? Meine sind 11 und 14. Ja, genau. Rosi, jetzt zeig uns doch mal, wie du zu diesem Teig gekommen bist, den du ja vorweg gemacht hast. Ne? Hier. So, und ich würde vorschlagen, zu der Vanillesoße machen wir ein Birnenkompott in Wein mit ein bisschen Williamsbirne flambiert, so ein bisschen auch was für die Augen. Und da habe ich gedacht, Christian, damit du auch beschäftigt wirst, kannst du mir diese drei Birnen bitte schälen. Die intelligente Arbeit, die überlässt du mir. Ja, ich hoffe, du schaffst das intellektuell. Okay, und du weißt, du musst die dann auch vierteln und das rausnehmen, das Gehäuse und so. Naja. Habt ihr Handschuhe? Oder? Nein, bitte so. Also, Rosi. Also, da haben wir jetzt ein Backerl Hefe. Ja. Ich habe gerade erfahren, dass das immer 42 Gramm sind. Ich weiß nicht warum. 42 Gramm? Ja, ich weiß aber auch nicht warum. Und das tun wir da so ein bisschen reinbröseln. Ja. Und mit Zucker. Zucker. Das ist wichtig, dann kann die gehen. Also ich mache das immer so je nach Gefühl. Du hast da keine Waage dabei? Nein, eben nicht. So ungefähr um 20 Gramm vielleicht oder je nachdem, wie süß man. Nein, jetzt haben wir da nämlich ein bisschen. Wichtig ist, dass alle Zutaten warm sind. Und da haben wir jetzt warme Milch. Die hast du ein bisschen angewärmt? Die habe ich ein bisschen angewärmt, die tun wir jetzt da rein. Wie viel 100 Mal hast du das schon gemacht in deinem Leben? 100 Mal? Also 100 Mal? Meine Mutter, die hat das viel besser gekonnt als ich. Aber eigentlich. Ja, die Kinder wünschen sich so eben. Oft. Aber ich meine, auch als Kind wahrscheinlich zugeschaut bei der Mutter. Ja, drum. Die Mutter hatte doch ein, war das eine Almhütte oder was war das? Oder ein Lokal? Ja, sagen wir, ein Gasthaus. Ein öffentliches Gasthaus. Und später dann hatten wir Studenten als Gäste. Aber da habt ihr das doch sicher auch für mehr Leute gemacht. Für 60. Ja. Dampfnudeln für 60? Also Dampfnudeln, rohe Nudeln und so ausgezogene Nudeln. Ja. Weiß nicht, ob du das kennst, so ähnlich wie Krapfen. Ja, ja, die dann im schwimmenden Schmalz, die habe ich schon gegessen. Wo so einen Hupferl haben. Ja. So. So, und das eben, die stellen wir wieder, das ist jetzt das Teigerl. Also das ist das Teigerl. Dorgel im Beispiel. Ja. Teigerl, und die stellen wir wieder an einen warmen Platz, dass das gehen kann. Ja, sollen wir das in den Ofen oder zum Ofen? Nein, Ofen nicht. Nicht. Ja, so, stellen wir lass es da. Daher, bei dir ist es schön warm. Da ist warm überall. Und dann haben wir jetzt da Mehl. Scheinwerfer sorgen schon dafür. So, ein Pfund Mehl. Ja. Man kann das Teigerl auch natürlich hier eine Vertiefung machen und das Teigerl da reintun. Aber das Teigerl ist die Hefe mit Zucker und der warmen Milch. Ja. So, dann nehmen wir, weil wir es üppig wollen, zwei Eier. Früher hat man ein Ei genommen, in Ermangelung der. Ja, der Reichen. des Wohlstands, der Hühner. Der Hühner. Mike, der ist schon mit zwei fertig, der Christian. Also, hör mal, du bist nicht nur intelligent, du bist auch noch und dann schnell. Nehmen wir ein bisschen, also wir machen einen mageren Teig, nicht so einen fetten, ein bisschen Butter. Ein bisschen Butter oder Butterschmalz, was man hat, oder Margarine, das ist egal. Was suchst du? Was haben wir? Salz. Salz, hier. Hier hast du Salz. Und das ist jetzt wichtig, da tut man wirklich so ein Häufchen zwei solche Kugeln voll. Ja, zwei. Zwei, ja. Zwei oder eine große. Ja, ja. Auf jeden Fall tut man das, das hält den Teig schön stabil, schön fest, sagt man. Schön. So, brauchen wir einen Kochlöffel. Haben wir da.
Wir müssen jetzt warten, bis das Teigerl gegangen ist. Dann tun wir das drauf. Meinst und dann nicht, dass wir das beschleunigen können, wenn wir das in den Ofen tun? Der ist nämlich. Ja, der ist stell nämlich, mal vielleicht schau, ein bisschen. Ich sag dir warum. Ist das Mikro? Genau. Ja, nee, die kein ja, Mikro. Ja. Aber der ist ausgeschaltet. Der war vorher warm. Ist schön warm und ist hier. Ausgeschaltet. Genau. Und da hast du ja schon ein gegangenes Teigerl. Genau. Da hast du schon Teigerl. Eins hier. Das hast du also vorher reingetan? Genau, das habe ich vorher. Wie lange ungefähr? Eine halbe Stunde? Man sieht es ja, wenn's schön, wenn die Hefe schön aufgegangen ist. Ja. Hier sieht man es perfekt. Also da ist es richtig groß geworden. Ja. Und das tut es jetzt in die Mitte. Rein. Genau. Also wir verkürzen sozusagen alles, indem wir das ein bisschen vorbereitet haben. Aber genau, es ist der gleiche Vorgang. Genau, der gleiche Vorgang. Für einen Hefeteig, der braucht halt Zeit. Der da braucht, also eigentlich geht er einfach, weil... Aber geht der wirklich so einfach? Ist das nicht so ein bisschen wie bei den englischen Rasen, die man sich anschaut und dann sagen die, das ist ganz einfach, mähen, dann ein bisschen walken und das 200 Jahre lang. Ja. Und hier denke ich immer, wenn man das nicht ganz oft gemacht hat, glaubst du mir, würde das gelingen? Ja, freilich. Jetzt ist eigentlich die ganze Arbeit schon gemacht. Jetzt habe ich da noch ein bisschen warme Milch. Da kann man auch schauen, so die Konsistenz, dass das noch vielleicht ein bisschen... lockerer wird, das spürt man ja dann so. Man konnte es auch mit der Hand. Das meine ich ja, das spürt man so, weil man es kennt. Ja. Ich kenne es halt noch nicht. Also ich denke, ich muss es einfach ein paar Mal machen. Ich möchte es nämlich jetzt mal probieren. Nächstes probieren. Ja, ich habe vorhin zugeschaut, wie du den Teig gemacht hast, die jetzt schon drin sind. Sag mal, soll ich da eigentlich eine Uhr stellen oder so? Nee, das sehen wir dann. Siehst du. Das sieht schon sehr gut aus. Da haben wir noch ein bisschen Fett, weil die... Na? Christian, darf ich dir so ein Schälchen geben hier? Na, siehst du, kennst du das? Kannst du da rein tun? Ich kenne mich aus in meiner Küche. Ja. Was braucht man nur? Der wird da ein bisschen was stibitzen. Ja, das ist von dir. Das ist kein. Das ist nicht für mich. Das war nur, um zu zeigen, dreierlei Fett. Ja, für ne? Nachher, für den Topf dann, wenn es im Topf ist. Wie klein magst du deine Birnen? Och, du musst sie ja auch essen. Entscheide du, dass ich ihn überlasse. Jetzt hast du eine. Schwere Verantwortung. Ja, du entscheidest, wie groß die... Aha, und jetzt? Jetzt müssen wir es ein bisschen schlagen. Wenn ich das jetzt hier gleich machen. Aber ein bisschen Milch hätte ich schon noch brauchen können. Ein bisschen Milch. Warme Milch. Ja, wir haben was. Ja, die müsste ich schnell warm machen. Weißt du was? Wo habe ich denn Milch? Wir haben das... Hab ich denn überhaupt eine Milch da? Ich sehe gar nicht, nee. Pass mal auf, ich mache Folgendes. Doch, da habe ich Milch. Weißt du was? Sonst haben wir so einen festen, schau, gell? Nein, ich gebe dir was von der, die ich nachher brauche. Genau. Und die ist nämlich schon ein bisschen warm. Ja, genau. So, noch ein bisschen? Super. Ja, so ist gut. Und gieß das von mir nach. Ja. So. Wirst du noch welche brauchen? Vielleicht. Glaub ich glaube, ich habe ein bisschen. Ich lasse das Ich mache es immer hier. So nach dem Ding, so ein Pfund, nicht ganz, aber sag mal, so ist schon gut. Dieses Schlagen und dann für 60, das ist doch eine unglaubliche Wahnsinn, ja. Körperliche Arbeit, oder? Also wir haben da schon so eine Maschine gehabt, da für diese Maschine. Vielen Leute war so ein riesen Mixer. Solche Oberarme. Aber normalerweise, das, und das gehört jetzt geschlagen. Und dann müssen wir ohne die Schüssel halten. Ja. So. Das ist das Mindeste, was ich dafür tun kann. Aber sag mal, du warst doch aktive Skisportlerin und hast viele Medaillen und Meistertitel gewonnen. Hattest du denn überhaupt Zeit, auch mal zu Hause zu helfen? Ja, ich hab im Hotelfach gelernt. Das war ja das. Da mussten wir helfen. Aber also das war ein Familienbetrieb und da mussten wir immer helfen. Jetzt lass ich dann den Christian schlafen. Na, lass ihn Bio schlafen. Oh Gott. Ziemlich blöd stelle ich mich da an. Das ist meine Hausaufgabe zu Hause. Ist das dein Anteil am Kochen? Natürlich, du musst schauen, dass Luft unter den Teig kommt. Wir wollen das jetzt hier so anständig machen. Das kann ich nicht. Ich weiß das nicht. Christian, lieber schneide ich noch Birnen und du? Der ist ein bisschen fester. Ich nehme zuerst zu dem für die Dinge. Kocht er denn manchmal mit dir oder schlägt er nur den Teig? Der schlägt nur die Frau und den Teig auch manchmal. Du bist kein Kocher, kein Koch. Nein. Ich bin ein Esser. Du bist ein Esser. Ja. Und wer kauft ein? Ja. Soll ich das noch ein bisschen Milch nehmen, dann wird es ein bisschen lockerer. Kannst du ruhig davon hernehmen, die ist ein bisschen wärmer, ja? Genau. Ja. Das schon wieder. Mit dem Einkaufen ist das so eine Geschichte bei uns zu Hause. Die Rose kauft ungern ein und damit es was Gescheites gibt, übernehme ich das. Tatsächlich? Ja, ja. Und genau, er kauft. Gibst du ihm einen Zettel mit, einen Einkaufszettel? Übertrieben.
Kriegst du einen Zettel, was du einkaufen musst? Es gibt eine Tour und die geht dann von Geschäft zu Geschäft. Da habe ich schon überall meine Spätzle, die wissen, was ich will. Also, und dann komme ich nach Hause, dann ist es viel zu viel. Und sie schimpft mich immer, dass sie das alles aufarbeiten muss, weil die Rosi kann nichts übrig lassen. Es muss alles verarbeitet werden. Das ist wahrscheinlich aus der Kinderzeit, aus der Jugendzeit, nicht? Das ist wenn man von meiner Mutter übernommen. Ja, und du hast gern alles frisch, oder? Ich habe gerne alles frisch. Ja, frisch habe ich schon auch gern. Nein, ich meine, frisch meine ich nicht Reste, sondern. Das ist das Nette, warum in Bayern die ganzen Mädel verheiratet werden. Weil da greift man dann so rum. So ich das jetzt machen? Das habe ich noch genau, gar nicht. Das ist richtig. Hör mal, also soll ich noch mal versuchen? Meine oh. Mit zwei Händen ist bestens. Ja, genau. Wir haben nämlich jetzt da ein bisschen. Aber ich muss dir sagen, da stelle ich mich ziemlich so blöd an. Dann muss er so geschlagen sein, dass er Blasen wirft und von der Schüssel geht. Dann ist er fertig geschlagen. Oh. Da kommt man ja ins Schwitzen. Das ich bin da so ein bisschen klar, das ist das Problem. Ja, wir haben dir ja was hingestellt. Ja. Nee, also das ist mir zu anstrengend. Ich glaube, ich werde das doch nicht machen. Das ist ja toll. Ja, sie kann es am besten, siehst du? Ja. Da sieht man die Meisterin. Ist gescheit halten. Ja, oh, wahnsinnig. Aber das, jetzt sag mal ein erlösendes Wort, Rosi. Kann man das auch in einer Schüssel, mit einer Maschine machen? Komm mal, aber es macht nicht so viel Spaß. Und? Es ist nicht so gesund. Aber man weißt kann du, man tut das Fitnessstudio ersparen. Genau. Und am Schluss hat man auch noch Dampf. Man kann keine Liegestützen mehr machen. Sehr gut. Ja, ich glaube, das ist aber jetzt. Schau, es löst sich. Es erlöst sich wirklich. So. Sehr gut. Was und machen wir damit? Den tun wir jetzt zum Gehen. Ja, kommt ein Tuch drüber. Tuch, da. Passt. Hier. Ah, sehr gut. Und dann tun wir auch zum Gehen wieder an einen warmen Platz stellen. Ich habe den du vorher gemacht hast, den haben wir hier an die Heizung gestellt. Genau. Dann tauschen wir das einfach aus. Rot, blau gegen grün. So. Und ich. Jetzt hören wir mal, was schon gegangen ist. Kommen die? Oh, ja. Der ist jetzt gegangen. Der ist jetzt gegangen. Den hattest du vorher so wie diesen. Genau. Und von dem machst du jetzt die Nudeln. Mach mich die Nudeln. Sehr schön. Genau. Also, jetzt brauchen wir aber das Brettl. Da haben wir ja, weil wir ja schon so viel Teig haben. Ich mache einfach schon mal die Sahne für die Vanillesoße. Etwas Milch. Haben wir ein bisschen Mehl haben wir noch. Mehl? Ja. Haben wir irgendwo stehen? Ist egal, ich hab nur das geht schon so. Das passt schon. Ich weiß nicht, wo wir das Mehl dann sticht man haben. Also unten, da. Unten. So, ist schon gut. Der ist locker, da fehlt nichts. Mehl ist immer geht im so. Haus. Mehl und Zucker und da tun wir im jetzt solche, diese Nudeln so abstechen. Ah, die stichst du ab? Nicht so viel. Nur so ein bisschen. Ist wurscht. Und da haben wir noch eine gegangene von vorher. Also so. Das tun wir jetzt so abstechen. Ich habe jetzt nichts Wesentliches hier gemacht, nur die Sahne mit der Milch aufgestellt, damit die anfängt zu kochen. Also das war eine, die schon gegangen war. So werden die dann, wenn sie gegangen sind. Tun wir mal auf Zeiten, dass wir Platz haben. Und dann werden die halt hier so zu runde Nudeln geformt. Aber die müssen jetzt noch einmal gehen. Die müssen so ausschauen am Schluss wie diese. Die müssen noch mal gehen. Also im Grunde drei Gänge, nicht? Drei Schritte. Du machst zuerst vier eigentlich. Das Teigerl, das muss aufgehen. Ja, das muss aufgehen. Das kommt dann in diese Mulde von dem Mehl mit den anderen Sachen. Genau, oder eben in ein Extragefäß und wird dann zum Mehl gemischt. Und dann schlägst du diesen Teig, der geht. Wenn der gegangen ist, machst du die Nudeln und die gehen wieder. Und die gehen wieder, speziell nur für Dampfnudeln. Aber wenn du jetzt die nicht mehr so gehen lassen willst, du kannst den Teig ja für Pizza. Also für das ist alles jetzt ein normaler Teig, mit dem kannst du alles machen. Genau. Zwetschgendatschi oder so. Ah, da das tust ist, du die. Da muss er halt nicht nur mal gehen mit Nudeln, wie hier. Aber wo würdest du die Zwetschgendatschi machen da drin? Im Rohr? Im Rohr. So, wir gehen, glaube ich, das haben wir doch jetzt alles begriffen. Jetzt können wir doch an die Birnen gehen, ne? Glaube ich, sehr gut. Das machen wir so. Ich mache das hier nach vorne. Ich habe für die Birnen hier. Das wird Christian, das ist jetzt unser gemeinsames Werk. Den letzten Kern raus. Ja, ich koche die im Wein. Und zwar einem ganz schönen Schongauer Grauburgunder aus Baden, leicht. Und der ist so säuerlich und so leicht, dass. Also meistens steht in Rezepten gemischt mit Wasser. Aber ich mache einfach pur. Pur.
Ich glaube, von dem trinken wir vielleicht auch ein Stück. Genau. Habt ihr da was dagegen? Nein? Irgendwo habe ich Gläser gesehen. Ja, bringst du die Gläser. Jetzt kommen deine Birnen da rein. Du schenkst uns was ein, Christian. Dann tue ich Zimt rein. Muss ich gleich nach unten tun. Zitronenschalen. Und ein bisschen Zucker noch. Nicht sehr viel. Die Birnen sind ziemlich süß. Das sind schöne Williams-Birnen. So 1,5 Löffel. Das verrühre ich jetzt ein bisschen. So. Auf hoher Flamme. Halt. Das ist, nee, das ist das, das ist das. So. Das kocht jetzt 12 Minuten. Das stelle ich ein. Das habe ich vorher mal ausprobiert. 12 Minuten ist gut. Ja, und die Vanillesoße, die kennst du ja bestimmt auch. Wenn du mir die Eier damit verrührst. Mhm. Aber das ist so schwierig, dass die keine Klümperl schmeißen. Was ist in deiner Küche? Weiß ich nicht da. Ja, du nimmst du einfach eine Gabel, glaube ich, und verrührst es ein bisschen. Also ich trinke mal dabei auf euch. Ja, das ist also du darfst rühren, sehr, sehr nett. Ich werde probier mal. Ich weißt du was, ich rühre mit links, damit ich mit rechts. Der ist trocken. Gut, ja, sehr gut. Bei zum Wohl, Prosit. Zum Wohl. Prosit. Ich habe den ganz klein gestellt. So. Ist das eine Milch gewesen, oder, mit den Eiern? Ja, das ist Sahne und das ist ein bisschen Milch, ja. Mhm. So, jetzt kannst du mir die, Moment mal, ganz klein gestellt, kocht es. Na, jetzt ist es ganz aus, weißt du. Das ist drauf beim So. Alles nicht. Kleiner Augenblick, bis es kocht. Ein bisschen warten, es hat vorher schon gekocht. Finde ich nur. Und Vanillestangerl? Ja, siehst du? Siehst du? Der Profi. Vanillestangerl und auch das Innere habe ich rausgekratzt. Genau. Vanillestote, das ist ja das Wichtigste, das dass da ja die Milch richtig mit Vanille das ist ja das aufkocht. Ach, ich danke dir. Ich war so fasziniert von deinen Nudeln. Ja, es kocht. Ja, du kannst es reingießen. Oder? Meinst du, das reicht? Ich muss ein bisschen natürlich das annehmen von der Vanilleschote, ja. Aber das hat es schon und jetzt tun wir es rein. Jetzt tun wir das langsam rein. Sehr schön, sehr schön. Also es gibt eine, die man im Wasserbad schaumig schlägt. Ja, aber diese ist hier die einfache, die ist die schnelle Art. Creme anglaise genannt auch. Mhm. Sag mal, Christian, gibt es eigentlich ein besonderes Essen für Skisportler? Heutzutage hört man doch so viel von dem, was die alle ganz besonders essen. Jetzt tue ich ein bisschen Zucker rein. Nicht also ich zu kann viel. Dir sagen, Skifahrer sind alles Vertilger. Und die sind ständig unterwegs auf Skirennen und da ist eigentlich egal. Das ist egal. Gott sei Dank, wir können wir alles essen. Und natürlich sollte man sagen wir, Müsli und obstreiche Kost und sowas alles. Das ist klar, aber nicht eine spezielle einseitige Ernährung. Nicht. Also, aber heute gibt es ja da also alle möglichen Dinge liest ja, man. Von den Trennkosten ist man auch schon abgekommen, weil man sollte eigentlich möglichst viel essen, was heißt nicht von der Menge, aber einfach von den ganzen Stoffen, die man zu sich nehmen muss. Ja. So, ich glaube, guck mal, die, die ist doch schön. Ich glaub, diese Pfefferkörner drin. Die Pfefferkörner, die sind wichtig. Die liebst du doch so. Ja, gut. Ich glaube, das ist okay. Ich habe jetzt allerdings, ich habe ein bisschen Zucker reingetan, nicht zu viel. Das ist diese. Genau. Ich habe auch vorhin eine gemacht und habe eine kalte im Kühlschrank. Die wird ja ein bisschen dicker, aber ich glaube, zu den Nudeln ist so eine lauwarme wahrscheinlich genau richtig. So, so warm ist optimal. So, ja. Wunderbar. Ja, mein lieber Mann, jetzt haben wir aber in kürzester Zeit unheimlich viel geschafft. Ja, Prost. Wie wohnt ihr eigentlich? Ihr wohnt in Garmisch. Garmisch-Partenkirchen? Wohnt ihr in Partenkirchen? Nein, wir wohnen in Garmisch. In Garmisch. Ich habe gute Erinnerungen an Partenkirchen. Da war ich vor vielen Jahren, habe ich einen Film gemacht, Urlaub im Winter. Ich habe mal so eine Sendereihe gemacht, Urlaub nach Mars. Und da war ich in der Post, aber in Partenkirchen. Und da wurde ich so wunderbar aufgenommen. Bei den Stahls. Ja, und habe nur allerbeste Erinnerungen an überhaupt an die beiden Orte und den Hausberg. Ich glaube, ihr wohnt da. Wir wohnen, genau. Hausberg ist der Skiberg. Ist euer Hausberg, Kreuzeck.
Und habt ihr einen Bist du Ski gefahren? Nein, ich bin ja so unsportlich. Das überlasse ich euch. Ich koche lieber. Aber das wäre nur das Einfachste, Skifahren, echt? Ja? Ja. Aber haben, jetzt? Haben wir auch gelernt, also lernt es jeder. So, aber ich glaube, das muss man jung lernen. Dabei ist das Schöne beim Skifahren, ist, dass man unheimlich viel Kalorien verbraucht. Ja. Und dann kann man auch wieder viel essen und trinken, soll das auch machen, weil die Kälte, die zehrt. Ich war als Kind... Und der Einkehrschwung. Ja. Wenn man gerne isst, ist der Einkehrschwung das Beste. Nach dem Skifahren. Irgendwo in der Hütte. Ja. Und da kommen ja dann solche Sachen, was weiß ich, Kaiserschmarrn, Dampfnudeln und so Sachen. Das sind ja die alpenländischen Gerichte. Ja. Man muss natürlich vorsichtig sein, wenn man nicht Ski fährt, dann ist das natürlich gefährlich. Ne? Wie machst du das? Du bist Hausfrau oder machst du noch irgendwas an? Ich meine, damit ist mit zwei Kindern und so. Naja, du bist schon noch unterwegs. Man sieht dich manchmal im Fernsehen. Ja, aber nein, eigentlich bin ich schon. Schon am Wesentlichen. Und meine Kinder sind nicht mehr so klein, also ich kann jetzt auch irgendwo weggehen. Ja. Aber eigentlich bin ich zu Hause und koche mittags, wenn die von der Schule kommen, das was gibt, bin ich halt da. Und wie hältst du die Linie? Das macht die Liebe. Sag, du hast vorhin vom Einkaufen geredet. Gibt es auch Märkte bei euch? Natürlich. Ich liebe Märkte. Also Viktualienmarkt oder in Paris. Da musst du immer am Freitag zu uns kommen. Da ist der Markt in Garmisch drüben. Aha. Und da gibt es genau das. Ist ein kleiner Viktualienmarkt. Ja. Aber das ist natürlich immer schön. Siehst du die Rose Blumen, auch? Blumen, alles Frischkäse, Oliven eingelegt und geräucherte Forellen und alles kannst du kaufen. Sag mal, nicht, dass wir hier was verpassen. Nein, wir verpassen Darf man das aufmachen? Nicht aufmachen. Nicht aufmachen. Das ist ja das Einzige Schlimmste. Bei Dampfnudeln. Also, dass man es ja nicht aufmachen darf. Und wenn man es aufmacht, muss man den Topf eben den Dampf wieder abwischen. Damit dann kann man schon mal. Aber du hast ja hier so einen perfekten Topf, das habe ich nicht zu Hause, einen mit Glas. Ja. Also können wir sogar jetzt da so reinschauen, wie sie sind. Und da siehst du so, und sie werden. Ja. Sie dürfen nur ein bisschen, haben sie schon noch Zeit. Was also so um 20, 30 Minuten. Normalerweise hört man das so am Geräusch, jetzt pluppert es noch so. Ja. Und wenn die dann ein bisschen so krachen, eher so, wie sagt man, so rauchen. Das habe ich überhaupt noch nie gehört. Also hartes Fluppern und dann sind sie fertig, dann ist ja das verdammt. Also das sind natürlich wirklich Sachen wie beim englischen Rasen, das muss man schon viele Jahre gemacht haben. Mein Vater, der wollte nie, dass die Nudeln aufgehen, der wollte immer, also, dass sie zusammengesessen sind und hat es dann noch in so schwimmendes Fett rein und hat sich dann gebacken und dann kann man es kalt essen, auseinander schneiden mit Marmelade und Butter. Das sind alles eigentlich Rezepte aus Zeiten, wo man noch körperlich viel gearbeitet hat, nicht? Da konnte man das, jetzt muss man ja vorsichtig sein. Oder man fährt Ski. Na, oder man geht danach joggen und ich meine, man muss ja, die Vanillesoße ist deftig, aber es gibt ja sonst nichts dazu. Bei uns ist das als Hauptgericht. Und das insofern kann man es dann also ganz gut. Das gab es früher bei uns zu Hause immer freitags. Gab es immer eine Mehlspeis als Hauptgericht. Palatschinken oder sowas. Ja, eben, oder Fisch und so. Eigentlich so. Aber das ist bei uns auch so. Das gibt es am Freitagmittag und da freuen sich Kinder. Nicht jeden Freitag, aber die Kinder, die mögen es gern. Ja, was kochst du außer? Du kochst ja nicht immer, wie du gesagt hast. Also meistens halt so irgendwo. Also Italienisch ist eigentlich schon sehr bekömmlich und sehr Ja, man sehr hat sich leicht. Doch umgestellt von dieser alten österreich-bayerischen Küche. Ja. Doch stark sicher auch auf italienische und leichtere Sachen. Ich auch persönlich. Na gut, es gibt schon Apfelstrudel und solche Sachen auch. Und es gibt natürlich auch Semmelknödel und es gibt auch mal einen Schweinebraten. Wenn mein Vater jetzt zu Besuch kommt, der mag Kruste, Schweinebraten, ist 84 Jahre und warum sollte ich ihm jetzt das nicht machen, wenn er das kennt? Und warum soll der noch, wenn er damit so alt geworden ist, wird er auch die restlichen 10 Jahre noch damit überstehen und wird das gut, seine Gesundheit halten. Ich weiß ja nicht, wie lange das jetzt noch braucht. Also ein bisschen kann man schon noch warten. Wir sind da zu schnell gewesen. Bisschen gut. Ja. Bissig, oder? Also was ich am liebsten mag bei den Dampfnudeln, wenn man Vanillesauce und so ein Kompott alles zusammenmischt mit der Dampfnudel, dann schwimmt die drin und dann ist Schau, ich gieße jetzt ein bisschen ab. Ich sag dir gleich warum. Weil ich die nämlich, was ich normalerweise zu Hause nicht mache, flambieren werde. Hey. Aber ich dachte heute so ein bisschen, weil ein besonderer Anlass ist, dann flambiere ich die mal. Nehme noch diese Zimt raus. Und dazu gehört natürlich ein Williams-Geist, wie es sich gehört, zu Williams-Birne. Ein hochprozentiger. Ein bisschen größer machen. Das ist mein. Mhm.
Es brennt. Siehst du's? Ja, ja. Es brennt. Feuerwehr. Ich habe ja mal die Viktor Laszlo hier gehabt. Die hat etwas flambiert in ungefähr mit 3 Meter hoher Flamme. Du, da habe ich auch richtig Angst gekriegt. 90% wieder rum. Das riecht gut. Ja, also die Vanillesoße ist fertig. Das ist fertig. Ist alles fertig. Ich denke einfach, wir riskieren es, oder? Oder wollen wir noch eine Minute warten? Es hat noch nicht den richtigen Ton, ne? Weißt, das Schwere ist, unten das Krusterl hinzukriegen. Und das ist eine reine Gefühlssache. Du kannst ja nicht nach unten schauen. Nee. Aber wenn ihr das gelingt, dann ist also Feiertag. Dann tragen wir sie, die Kinder, meistens auf die Schultern. Die stellen das dann mittags so am Tisch. Wir haben ja überhaupt keinen Glasdeckel. Also das ist schon mal die Spannung. Also du kannst es noch, musst es richtig nur nach Gefühl. Ja, und nach diesem Hören, was du gesagt hast. Mein Ofen, den kenne ich ja dann natürlich. Da, jetzt ist das Gas, ich hab kein so ein super Gasherd, mit dass ich die Flamme richtig sehe. Und dann natürlich ist er am Tisch und sagt, darf man schon, darf nur keiner. Natürlich, man muss es spannend machen. Ja, klar, das ist ja immer klar. Eine Zeremonie. Und dann darf man es endlich. Und dann die unten, ist die Spannung. Ja, ob's unten das Krusterl. Ob sie richtig schön aufgegangen sind, schön hoch. Und das ist Hochgehen, das ist einfach so, ob der Teig gut gegangen ist. Aber da kannst du in der Zwischenzeit einkaufen gehen, das ist nicht so schwer. Ach so, die 20, 30 der, Minuten. Der Teig geht ja allein da. Der aufgeht, ja. Das aber ist wenn wichtig du in dem, dass die dann schön locker werden, dass die nicht so fest sind. Deswegen, also ob ich das mal hinkriege, aber ich werde es nicht schwer. Ich werde es oder Rohrnudeln, die sind einfacher, weil die kommen ja dann auch so. Machst du den gleichen Teig? Zwetschgenradudeln. Und dann ins Rohr. Die werden braun, nicht? Die werden braun. Ja, und dann kommt der Puderzucker und eine Glasur drauf. Ja, wie lange machst du die? Halbe Stunde? Ja, das sieht man ja, wenn es oben hellbraun sind. Ja, oder so hellbraun, fertig. Und da hat man keine Probleme. Hast schon ein Backrohr mit einem durchsichtigen... Da kann man ja auch reinschauen bei den anderen. Hast du eigentlich so eine alte Küche, so eine mit Bauernmöbeln und sowas? Ja, das wollen wir immer. Gell? Aber leider haben wir es nicht. Wir haben das Haus gekauft und da war die Küche drin. Schon drin. Und jetzt sind wir mal am Überlegen, wir wollen es umbauen. Viel Glück. Hör mal, wir müssen jetzt mal. Egal, ob die fertig sind oder nicht, wir müssen probieren. Also jetzt muss man muss aufpassen, dass man wirklich die mit der Verein schauen. Dass man halt diesen Dings nicht auf die Nudeln bringt. Wir probieren. Gut. Aber die sehen doch gut aus. Ja, schauen gut aus. Es kracht auch schon. Ja, jetzt höre ich das Krachen. Sag mal, ist das was Gutes? Nee, ich glaube lieber sowas. Machen wir zu, sonst kriegen wir einen ganz normalen so einen Löffel, einen Esslöffel. Einen ganz normalen Löffel? Nicht so was? Also sowas, ja. Schon wieder. Wir sind ja hier von der... toll. Entschuldigung. Schau dir das an. Jetzt muss ich schon eine schöne Grusse nehmen. Grusse, wir müssen den Topf mitnehmen. Der ist perfekt. Genau. Bios-Topf für Dampfnudeln. Also, geh her. Jetzt habe ich unten noch gar nicht die Kruste mitgenommen. Ich möchte ein Randstück, bitte. Na ja, gib mir ein mittleres Stück. Sehr gut. Da siehst du ein bisschen Kruste. Schau her. Toll. So. So. Jetzt? Und? Kriegen wir noch einen. Ja, also, ja. Wir sind nur zu dritt. Also. Wir sind nur zu dritt. So. Super, jetzt hat sie sowieso drauf. So, und jetzt 3 Löffel. Oh, schaut toll aus. Eieieiei. Super. Und jetzt? Überraschung. Gelungen. Sag, ein Traum. Rosi, perfekt. Sehr schön.